Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8 Extreme Legends. Ja, weiter geht's mit dem letzten Konflikt auf der Wujang-Ebene. Das war ja mal die finale Schlacht zwischen den Meisterstrategen Zhuge Liang und Sima Yi. Doch hier bei Extreme Legends ist natürlich wieder einiges anders. Wir haben sich einfach gedacht, was wäre passiert, wenn kein bedeutender Offizier gestorben wäre. Das heißt, jetzt kämpft Liu Bei gegen Cao Cao. Guan Yu ist am Start, Zhang Fei ist, glaube ich, auch am Start. Bai Wei sind Shao Dun, Shao Yuan dabei. Alle, die schon vorher gestorben sind, die nehmen jetzt hier trotzdem dran teil. Das ist eine richtig dicke, fette finale Schlacht. War ja auch teilweise so in Dynasty Warriors 2, da waren Guan Yu und Zhang Fei komischerweise auch dabei. Und Dynasty Warriors 6 war es auch so, habe ich auch nicht verstanden, da war auch Shao Dun und alles mögliche dabei. Aber jetzt hier bei den neueren DWs ist es ja so, dass es sehr historisch gebunden ist. Und da ist es eigentlich logischerweise nicht so, dass Guan Yu mal einfach so bei Wujang-Ebene dabei ist. Aber ich freue mich. Gut, machen wir es doch mal. Letzter Konflikt auf der Wujang-Ebene. Liu Bei und Cao Cao stehen sich in der Wujang-Ebene gegenüber. Passen sie sich den Umständen an und klären sie diese Angelegenheit mit Cao Cao. Ich weiß gar nicht, ob... Ja doch, ich glaube, Sima Yi ist jetzt trotzdem auch dabei. Zhuge Liang auf jeden Fall. Das ist doch jetzt nicht wahr, was ich da sehe, oder? Lass ich mal unkommentiert. Wird Zeit, dass wir es auf Chaos machen. Liu Bei erlangte die Kontrolle über das Reich Shu und führte das Land in das Zeitalter der drei Reiche. Anschließend vertrieb Shu die Wei-Armee vom Berg Dingjun und besetzte die Länder westlich von Hanzhong. Zudem kamen sie Sun Quans Forderung nach und gaben den Großteil der Provinz Jing an Wu zurück. Die Allianz zwischen Shu und Wu blieb stark und gemeinsam. Aus dem Osten und Westen hatten sie ihren Blick fest auf Wei gerichtet. Die Beziehung zwischen den drei Reichen war zum ersten Mal seit langer Zeit einigermaßen stabil. Unter der Führung ihrer Herrscher Liu Bei, Cao Cao und Sun Quan konzentrierte sich jedes Reich darauf, seine eigene Stärke wiederzuerlangen. Doch wie sollte das Chaos nur verlängern? Vielleicht sogar noch beschleunigen? Als die Reiche wieder gestärkt waren, war es daher Zeit, die Verhältnisse untereinander zu klären und den Frieden im Land wiederherzustellen. Zhuge Liang schlug eine Entscheidungsschlacht gegen Cao Cao vor und Liu Bei stimmte dem zu. Die entscheidende Schlacht, schon der Gedanke daran, brachte das Blut von Guan Yu, Ma Chao und Huang Zhong in Wallung. Diese kampferprobten Krieger sollten ihr Können in der Wujang-Ebene unter Beweis stellen. Ja, Ma Chao passt, finde ich, gar nicht zur Wujang-Ebene. Huang Zhong, ja. Also, nee. Ich finde, das sind wirklich so drei Charaktere, die schon vorher gestorben sind. Haben hier nichts zu suchen, eigentlich. Aber jetzt müssen wir uns hier einen von den dreien aussuchen. Und ich würde sagen, wir nehmen Guan Yu. Guan Yu werden wir in diesem Let's Play sonst nicht mehr spielen können. Und der Kriegsgott in so einer wichtigen Schlacht, das passt einfach. Übrigens, sechste Waffe und, ja, von beiden die sechste Waffe gab's hier. Von Guan Yu aber nicht. Strange, oder? Ein Grund mehr, Guan Yu jetzt mal hier zu spielen. Himmlischer Drache, wie sieht's aus? Einen Moment. Okay. Spiel mit zwei verschiedenen Affinitäten. So spiele ich Guan Yu und so geht das auch schon los. Der ist jetzt richtig overpowered geworden, denn sein neuer Ex-Angriff ist der Oberhammer. Das ist so die letzte Kombo, die man eigentlich immer annimmt mit Guan Yu. Und da setzt jetzt noch einen richtig heftigen Cut hinter. Also der, er hat es jetzt richtig drauf, der liebe Guan Yu. Gut, doch, erstmal eine Schlachtenanalyse. Cao Cao, Dian Wei, Cheng Liu, Xu Su, Xu Huang, Zhang Yi, Cao Ren, Jia Shu, Gu Ji ist auch da, Yu Jin, Li Din, Hao Cao. Noch was Interessantes dabei? Xun Yu. Ja, hier! Cao Anmin! Cao Ang! Wie geil ist das denn? Die bei Wuzang eben, die sind doch bei Burg Wan gestorben. Durch die List von Jiaxu bei Zhang Xiu, ne? Echt der Hammer! Sie dabei sind! Aber die Away fehlt, ne? Oder habe ich den... Doch.
Hey, echt alle wichtigen dabei. Ist das nicht geil? Ich find's episch. Zhao Zhen Cheng Yu. Mann, schon. Alter, was hier abgeht. Das wieder Obama. Eine epische Schlacht. Welches Level hat Guan Yu? Sieht ganz gut aus. Ja, oh, 141, weil ich habe gerade die Leiste so gesehen. Dachte mir, oh, läuft bei ihm. Okay. Ach so, wie sieht's denn überhaupt bei Shu aus? Kurz überfliegen. Pang Tong ist zum Beispiel auch dabei. Cheng Fei. Cool. Echt. Der Oberhammer. Freut mich. Ah, die waren, glaube ich, gar nicht so leicht hier. Die Schlacht. Boah, ich habe. Ey, wie ungewohnt das ist, ne? In der letzten Zeit immer Hyrule Warriors gespielt mit Wii U Gamepad und jetzt hier so einen kleinen PS3-Controller in der Hand. Wie geil ist das denn? Aber okay. Ja, deine Might brauchen wir jetzt, Guan Yu. This might be useful, your might. So, Hauzao. Ja, das war so ein wichtiger Offizier hier. Der hat doch einmal da diese Burg bewacht. Diese Superburg, die keiner einnehmen konnte. Angeblich. Doch mit Zhu Guilangs Strategie ging das dann. Er hat es hingekriegt. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Wie hieß die Burg nochmal? Shenzhen, glaube ich. Mhm. Mann, was ist das denn da? Mann! Werden die Rolling Stones hier rausgelassen? Also hier ist echt gerade Rock'n'Roll angesagt. Besiegen sie Yujin, ne? Der ist dafür verantwortlich. Komm mir nur in die Nähe und ich werde Hackfleisch aus dir machen. Jetzt ernsthaft. Ja, Jack Fane, er hat sich den Steinschleuderangriff aufzuhalten. Aber nee, 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 du bist mir zu langsam und du bist bestimmt wieder betrunken mit Wein. Ich kenne dich doch, Jack Fane. Na gut, let's join forces. Because together we are very strong. So, die beiden Schwurbrüder jetzt hier zusammen gegen Zhao Ren, den Meister der Verteidigung. No problem. Vor allem mit seinem Waffennachteil nicht. So, hier der Hexangriff. Warte, warte, warte. Jetzt, pass auf. Zack und zack. Das ist so geil. Der ist richtig overpowered geworden. Und wenn du das noch hier mit Angriffsboost machst, könnt ihr euch ja den Schaden denken. Ne? Es ist der Chaos-Mod und der macht trotzdem so viel Schaden. Ich finde das echt genial. Da, zack! Und das beim Meisterverteidiger und der letzte Cutter noch nie mal getroffen. Ja, ja, der Guan Yu, wie er es drauf hat, ne? Oh, nein, 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 nein! Ja, wie er es drauf hat, der Guan Yu! Niemand kann so gut wie er sterben gehen. Ich hätte ganz gerne mal was zum Heilen. Ah, danke, danke, danke. Die Gebete wurden direkt erhört. Schön. Gut. Also, Ren ist jetzt aber auch nicht bekannt für seine Stärken. Im Musu-Angriff, deswegen haben wir es überlebt. Normalerweise überlebt man sowas im Chaos Mode nicht. Vor allem war ich ja auch relativ angeschlagen, glaube ich. Oder? Ein bisschen angeschlagen war ich. Definitiv. Come on, what are you waiting for? For Yujin. Hi Yujin. Was geht? So, ich versuch's jetzt mal einmal mit so einem Cut. Ne, komm. Machen wir jetzt hier keine gewagten Sachen. Nehmen wir ruhig die vierte Waffe hier. Schau Yun Speer. Und dann versuchen wir es mal, den Yujin hier irgendwie auszunocken. Leicht wird's nicht. Vierte Waffe macht nicht sehr viel Schaden im Chaos Mode. Schon gar nicht bei dieser Schlacht, die echt vom Schwierigkeitsgrad sehr, sehr hoch angesetzt ist. Da sollte man schon Level 120 sein, wenn man es im Chaos Mode machen will. Gut, wir sind 140, aber trotzdem. Das ist ganz schön heftig, was die Gegner hier aushalten. Fast maximales Level. Und trotzdem will er nicht ins Gras beißen. Ich meine, das sollte einen schon zu denken geben, ne? Gut, Yujin, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Es ist vorbei! Und tschüss, Steinschleuderangriff aufgehalten. Nice! Das heißt, ich gehe jetzt hier schöne Runde springen! Whee. So, jetzt wird hier nicht aufgeräumt. Habe ich mal gerade so beschlossen, ne? Liu Hua, siehst du auch so, ne? Meister der Belagerungsgeräte. Ah, Liu Hua, ne? Der hat ganz viele gesehen, wie sie aufgestiegen sind und gefallen sind. Also, er war schon immer dabei. Sehr lange auch, auch in Nachzeit noch von Shu bei Liu Shan. Ah, Mann, was bist du denn für einer? Ich hab noch ein Leben, ich muss jetzt immer abwehren. Schau hier, ey, du bist ja ein ganz skurriler Bursche. Also, liegen wir vergleichsweise sehr, sehr leicht zu besiegen. Jetzt muss ich gar nicht den Pferdetrick mehr nehmen. Ich hab direkt ein fettes Hühnchen gefunden. Und tschüss, Mann, schau. Mann, 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 Chong. Was mache ich nur mit dir? Mann, Chong ist so wichtig, ne? Der hat Xu Wang angeheuert.
Ohne ihn wäre Xuhuang gar nicht bei Wei. Er hat die neue Burg Hefei gebaut, also das ist schon echt ein richtig guter Offizier. Den sollten sie auch mal spielbar machen, aber nein, es ist erstmal Xun Yu dran. In Dynasty Warriors 8 Empires dann. Ich weiß nicht, ich hätte Mann schon irgendwie lieber gehabt. Meine ja auch in Romans of Three Kingdoms. Richtig gute Speerkämpfer. Also der ist schon wahnsinnig gut. Der liebe Mann schon. So, jetzt hier nur ein Offizier. Haben wir die Mitte hier gecleant. Dann können unsere Verbündeten auch mal hier vorrücken, würde ich sagen. Ja, Wuyi hat hier Mann besiegt. So, das liest man doch gerne, weil die habe ich da eben ignoriert. Aber wenn die Verbündeten das auch locker flockig packen, denn habe ich den auch zu Recht ignoriert. Was soll ich mich dann da unnötig dran aufhalten? An die an Ways Sohn, also bitte. Voll fail platziert. Hau ab, Feuersturm. Aber gut, dass wir hier Feuersturm kriegen, ne? Also das Pferd von Lubu. Echt. Gut. Jetzt wird's gleich interessant, denn gleich kommen Shao Yuan und Shao Tun da raus. Die haben wir bislang noch gar nicht gesehen, oder? Nee. Aber sie sind dabei. Ich kann's euch garantieren. Da, gerade voll gesprochen, da kommt er schon. Im Osten haben wir Shao Tun. Und im Westen wird dann gleich Shao Yuan erscheinen. Genau, da ist er schon. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier, Zheng Liao Sohn übrigens. Jetzt müssen wir die nicht davon abhalten, dass sie jetzt zum Hauptlager stoßen. Ach, Xuhuang auch noch, ey. Dich kann ich ja hier gar nicht gebrauchen. Boah, Mann, aber jetzt guck mal, wie viel... Das ist so krass, wie viel Schaden der Ex-Angriff macht. Das ist echt der Oberhammer, weil vor wegen hier Waffenwechsel. Arschloch. Oh, und der wechselt die Waffe. Nee, jetzt wechsle ich die Waffe und... Fuck! Excellent Fighter! Da schreit er, der Fighter! So, das war's mit ihm. Das war relativ einfach. Und jetzt kommt er, Shao Yuan. Okay, mit Aura sogar. WTF! Wie soll ich den hier besiegen? So schnell. Ernsthaft, mit Aura und allen Scheiß. Alles, was dazugehört. Fuck! Bats! So, wo bist du? Shao Yuan, komm her und... Wert nur ab. Das ist aber nicht sehr, sehr schlau, wenn nur abwehrst. Also du sollst schon deine Gegner mal verletzen. Ich weiß ja nicht. Sowas wird so ein hohes Tier bei Wei. Ah, du hast doch nur durch Beziehungen so einen guten Ruf. Ist ja immerhin Cao Caos Cousin, ne? Ich kämpfe besiegen, Wei. Ja, endlich. Wei Yan hier, Verstärkungstruppen. Ja, der war ja schon immer dabei bei Wuzhang-Ebene. Nicht nur hier, boah, fuck. Ein Treffer und so viel Schaden, ne? Er hat schon besser Musu drauf, der gute Shao Yuan. Aber ich sehe ja schon so einen Trank, der alles wieder voll macht. Musu Wein. Nee, nicht Musu Wein. Wie hieß der denn nochmal? Weiß nicht, wie der offizielle Name davon war. Musu Wein ist ja nur der Wein, der, ja, einen Musu Balken füllt. Ich glaube, Dim Sum oder so hieß das Ding. Das alles voll macht. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ah, Guan Yu, was ist denn los? Kriegsgott und macht keinen Schaden. Oh nein, jetzt kriegen wir schon wieder diesen Pfeil ab, ne? Ah, oh, wie lang sein Musu auch einfach geht. Shao Yuan, jetzt langweil mich nicht. Und tschüss. Geht doch. Alter. Du hast wohl lang durchgehalten hier. Respekt. Also mein Respekt hat er schon mal. Gut. So, jetzt bin ich richtig kriminell. Jetzt komme ich Zheng Liao. Weil unsere Truppen jetzt aus der Mitte rausgegangen sind, will er jetzt mit Li Jin und Yu Jin da durchrushen zum Hauptlager. Wenn jetzt nicht umgehend die aufhalten, dann sitzen die direkt bei Zhuguliang drin und dann haben wir Rückzug verloren. Das ist richtig fies. Deswegen sollten wir jetzt direkt auf die drei losstürmen. Zheng Liao überfällt das Schuhhauptquartier, genau. Ach, Li Jin. Ich muss dir gleich was Wichtiges sagen. Ihr wisst es schon, ne? Zheng Liao, stehen geblieben! Hier spricht die Polizei oder eben alter Kriegsgott. Ah, es sind eigentlich ganz gute Freunde, Zheng Liao und Guan Yu. Ah, fuck, Mann. Die dürfen aber jetzt auch nicht einfach da wegrennen. Nee. Ich werde jetzt hier einfach abhalten. So, Guan Yu gegen drei, ne? Ist klar. Alle Elemente, Mensch, Erde und Himmel. Ich sehe das schon gerade hier.
Gegen einen keinen Waffenvorteil, gegen einen Waffennachteil und gegen einen Waffenvorteil. Jedin, du hast ausgedient! Das wollte ich dir schon immer mal gesagt haben. So, das war's mit ihm. Dann können wir auch eigentlich die Waffe wechseln, oder? Sonst wird mir der Zhengyi auch ein bisschen zu stressig. Wobei, habt ihr es gesehen? Sagte der Ex-Angriff, das ist Crank. Ja, wenn ich diese Waffe auch drinnen behalte, dann hat der Yujin einen Vorteil, ne? Ist alles nicht so vorteilhaft hier. Zhengyi auch einen Energiestrich noch. Komm, eine Energieeinheit. Komm, ich krieg dich down. Ich krieg dich doch down. Ich krieg dich doch down. Yes, den sind wir los. Seiner komischen neuen Stimme, ey. So, Yujin, dich krieg ich jetzt auch noch. Friend from Lidin. So, das war's mit ihm. Gut. Shaolun ist aber noch. Das heißt, wir gehen in den Osten. Hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde. Ich gehe in die DDR. Nee. Schwurbruder Zhang Fei hat's richtig gut gemacht. Und die Wei-Moral sinkt und sinkt und sinkt. Sie singt irgendwelche Songs. Irgendwelche Songs von Justin Bieber. Nein, sie singt. Von Justin Bieber singt sowieso nur Zhang He die Songs. Ihr wisst ja warum, ne? Und ich denke, wir gehen jetzt in die goldene Mitte. Und greifen die Wei-Truppen am wunden Punkt an. Wenn jetzt hier wirklich durchkommen, dann sind wir direkt bei Zhao Zhao und können ihn bashen. Aber die Schlacht schon gewonnen. Sieht verdammt schlecht aus für Wei. Aber nicht zu früh freuen. Nicht, dass jetzt hier noch so was Unerwartetes kommt. Dass ich aus Versehen in engen Musu gerate. Immer aufpassen. Und zack, ich finde das so übertrieben, ey. Dieser neue Ex-Angriff, dieser Schaden. Guan Yu, du hast so einen Schaden. Zack. Zu, ich sag doch, unerwarteter Musu und so. Aber passt. So, und das war's mit dir, Freund Nase, Digga. So, Gujia und hier Xu, oh Gott. Und zuerst mal den Gujia jetzt hier besiegen. Oh yeah. So, Gujia ist besiegt. Da war es nur der hier Xu, der erst gehatet wurde. mochten die Wei-Truppen ihn ja nicht, weil er halt für den Tod von Diam Wei verantwortlich war. Kam gerade nicht so gut. Dachten sie auch, dass der die Wei-Truppen nur verraten würde, aber hat er ja dann nicht. Schon war auch sehr beliebt. Kurze Zeit. Bei den Wei-Truppen. Und sehr geschätzt. Deswegen. Schon korrekt. Der gute Yaksu. Über den bin ich eigentlich auch sehr dankbar. Ist nicht ein wichtiger Charakter. Gut, dass sie den spielbar gemacht haben. Ist ja auch erst seit DW 8, ne? Oder gab es den schon in DW 7? Ich glaube nicht. Oder? Ich bin mir sowas von unschlüssig. Doch. Den gab es schon in DW 7. Hat ein geileres Outfit gehabt, finde ich. Den gab es in DW 7. Ja. Okay. Ja, ich hab schon nichts mehr hier im Überblick. So vielen DWs, wer wann und wo dazugestoßen ist. Aber naja. Ach, Zhang Yi, jetzt nerv nicht. Ich will nach Zhao Zhao, dein Boss. Deinen Herrn und Meister vernichten. Ja, Wei Yan, danke fürs Killstealen. So, wen haben wir denn hier noch? Ja, die chillen da hinten rum. Ich lasse da aber auch. Ich möchte mich nicht jetzt um Zhao Zhao und Dian Wei kümmern. Ja, ich werde deinen Lord verletzen. Nicht mit Musu Zorner kannst du mich auch nicht mehr aufhalten. Dian Wei. Und zack, das war's mit dir. Konntest dein Meister leider nicht beschützen. I'm sorry, don't worry. It's good to be Kartoffelpurry. So, Zhao Zhao, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Es ist vorbei. Liu Bei, der Tugendhafte. Alle Sieger. In der finalen Schlacht bei Wuzhang-Ebene, nicht der Held des Chaos. The greatest threat to the land has fallen. Everyone, I owe this victory to your efforts.
Ja, das war's mit. Da war auch richtig episch, oder? War richtig was los. Sau viele gegnerische Offiziere und so. Hat auf jeden Fall Style gehabt. Aber so besonders finde ich das eben halt nicht, weil es genau so auch in DW2 war. Weil es da nicht so viele Charaktere gab, da hat man da einfach Guan Yu. Hat man da einfach überall hingepackt. Guan Yu war auch bei Yiling dabei. Was totaler Schwachsinn ist, ne? Yiling, die Schlacht von Yiling fand nur statt, weil Liu Bei sauer über Guan Yus Tod war. Und wer kämpft an Liu Beis Seite? Guan Yu. Fitch, hilf, Mann! Just sick. Really. Das ist so dumm. Sowas von unrealistisch. In DW2 und in DW6 war es halt auch so bei Wuzang, eben dass Guan Yu am Start war. Aber nun gut. Ja, Freunde, im nächsten Part gibt's da auch die letzte Schlacht schon von der Shu-Story. Wenn man es überhaupt Story nennen kann, weil er hängt halt nicht zusammen. Das wird richtig episch. Finden Sie rote Hase. Red Hair ist weg. Guan Yus Pferd. Bloß wer hat Red Hair denn geklaut? Naja, die Mädels werden schon da mal nachsehen. Und naja, vielleicht haben sie ja schon den einen oder anderen in Verdacht. Wer Red Hair haben könnte. Auf jeden Fall richtig witzige und epische Schlacht im nächsten Part. Was ganz anderes. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also Freunde, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls ihr nicht könnt, das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut, haut rein.